Und hier ist wieder Bunte Live, heute mit Barbara Fischer im Studio in München. Hallo Barbara, willkommen zurück. Diese Woche hatten wir schon mal das Vergnügen. Wir reden heute über eine Märchenhochzeit, eine spektakuläre Märchenhochzeit. Und es geht um die Millionen von Niki Lauda. Springen wir gleich mal rein in das funkelnde Thema. Ich habe es angekündigt, spektakulär trifft es wohl am meisten. Liebe Barbara, du hast mehr Details. Das stimmt, es war eine Hochzeit der Superlative, muss man wirklich sagen. Aber kein Wunder, schließlich heiratet ja der zukünftige König von Jordanien. Ne? Und wenn der heiratet, werden natürlich alle Register aufgefahren. Der Kronprinz Hussein bin Abdullah hat seine große Liebe geheiratet, Rajwa. Und hier sehen wir ihn auch und er ist total glücklich, weil es wirklich eine Liebeshochzeit ist. Also die beiden haben sich damals durch einen Schulfreund kennengelernt und es hat wirklich direkt gefunkt. Und er hat auch in der Vergangenheit gesagt, dass es wirklich so toll ist, so eine besondere Frau an seiner Seite zu haben. Und ja, da haben sie sich ganz romantisch das Ja-Wort gegeben. Auch dort haben gerade mal vor fast 30 Jahren haben seine Eltern genau dort auch geheiratet. Also das ist auch ganz nett. Und wenn jemand heiratet wie er, dann kommen natürlich alle. Also Royals aus aller Welt, Politiker, jeder war da. Also die Gästeliste war absolut beeindruckend, muss man sagen. Und auch das Volk hat sich mega gefreut, weil er sehr beliebt ist. Die sehen auch absolut fantastisch zusammen aus. Es ist wunderschön zu hören, dass auch für so einen Royal eine große Liebe kein Ausschluss ist. Und es funkelte und glitzerte. Es gab fantastische Roben zu sehen. Spannend ist natürlich auch, die beiden näher kennenzulernen. Das wollen wir jetzt tun. Hier sind Hussein bin Abdullah und seine wunderschöne Braut Rajwa. Es war die bisher schillerndste royale Hochzeit in diesem Jahr. Der zukünftige König Jordaniens, Hussein bin Abdullah, ehelicht gestern seine große Liebe Rajwa al-Saif. Sie und der Sohn von König Abdullah II. Und Königin Rania lernen sich schon vor Jahren über einen gemeinsamen Freund kennen. Beide haben in den USA studiert, sie hat dort auch schon als Architektin gearbeitet. Die beiden verlieben sich ineinander und geben letztes Jahr ihre Verlobung bekannt. Tausend und eine Nacht-Flair bei der Hochzeit im Zahran-Palast in der Hauptstadt Amman. Nicht nur die traumhafte schneeweiße Robe der Braut ist beeindruckend, sondern auch die Gästeliste. Europas Hochadel gibt sich die Ehre. Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden sind gekommen. Auch Königin Maxima und König Willem Alexander der Niederlande mit Tochter Amalia. Unser Lieblingsoutfit bei den Gästen trägt Kate. Die Prinzessin von Wales ist neben der Braut der royale Hingucker des Tages mit zwei zauberhaften Roben. Ja, liebe Barbara, natürlich kann man die Braut nicht in den Schatten stellen. Die sah spektakulär wunderschön aus. Sehr feminin, obwohl sie natürlich sehr bedeckt war aus meiner Sicht heraus. Aber Kate, hinreißend. Man hat ganz besonders auf dieses Paar geschaut und ja, Kate ist wieder mal in aller Munde. Wieso ist das so? Ja, also man muss natürlich sagen, es ist natürlich jetzt der erste große offizielle Auftritt gewesen seit der Krönung von Charles. Also das heißt, da waren natürlich alle noch mal aufgeregt und man wusste auch nicht genau, ob sie wirklich kommen. Deswegen hat sich natürlich jeder gefreut. Und ich sag mal so, wenn jemand einen Wow-Auftritt hinlegen kann, dann ist es Kate. Und das hat sie wieder bewiesen und alle waren total begeistert. Also sie hat ja, wir haben es ja gerade schon gesehen, sie hatte ja einmal tagsüber diese wunderschöne Robe an. Hier sehen wir sie abends. Da hatte sie eine funkelnde Robe an von ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Peckham. Und man sieht hier auch noch mal dieses besondere Diadem, was sie getragen hat, was schon Diana immer getragen hat. Also das ist natürlich noch mal besonderer, ne, wenn man sowas trägt. Und die wurde einst auch für Williams Uroma, Königin Maria, angefertigt, also 1914. Und wenn Kate diese Tiara trägt, dann ist das auch eigentlich immer ein besonderes Ereignis. Und gerade bei so einer orientalischen Hochzeit will ja auch Kate total funkeln. Und hat natürlich noch mal alles rausgeholt. Ja, da muss man sich nicht zurückhalten. Ich muss gerade ehrlich gestehen, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich jetzt Diana sehe mit der Tiara und Kate, dass die Geschichte einfach weitergelebt wird. Sie hat sich ja nun als zukünftige Königin der Welt gestellt. Lastet da noch mehr Druck auf Kate oder war das ein Auftritt wie immer? Ja, ich glaube einfach, sie ist einfach die heimliche Königin schon. Sie ist die Königin der Herzen, das muss man einfach sagen. Und ich glaube gerade diese negativen Schlagzeilen in den letzten Monaten über Harry und Meghan, also auch über ihre Rivalin, sage ich jetzt mal, lassen sie natürlich noch
Denn also sie wird dadurch natürlich noch mehr geschätzt und ist positiv. Und was natürlich auch ihr Vorteil ist, König Charles liebt sie. Also er ist ein absoluter Fan von ihr. Er bezeichnet sie auch immer als Darling's Daughter-in-Law. Also die beiden zeigen sich ja auch immer total innig und vertraut. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die sie natürlich immer mehr als Königin darstellen lassen. Darling's daughter in love, ja, das kann man sich ja nicht schöner wünschen. Ja. Kommen wir zu einem schwierigeren Thema. Niki Lauda machte in letzter Zeit leider immer noch Schlagzeilen. Die neueste hast du uns mitgebracht, der ist ja vor 4 Jahren gestorben. Doch so wirklich zur Ruhe kommt die ganze Familie nicht. Es geht um ein Millionenerbe und ein Teil davon einzuklagen ist für seine zweite Frau vor Gericht gezogen. Und jetzt konnte sie einen Teilerfolg erzielen. Wie ist der aktuelle Stand, Barbara? Genau, ja, man muss kurz einmal vielleicht sagen, Birgit Lauda ist ja ans Gericht getreten, um ihren Pflichtanteil des Erbes einzuklagen, der ihr ja eigentlich offiziell als Witwe zusteht. Ja? Und die Gegenseite wollte sie aber als erbunwürdig erklären lassen. Das heißt, ihr würde nichts zustehen von diesem Erbe und sie würde auch keine Zusatzleistungen mehr bekommen, weil die Gegenseite gesagt hat, hey, Birgit hätte Kunstsachen, sage ich jetzt mal, nicht bekannt gegeben, die sie eingesteckt hätte und andere Geldsummen, die sie nicht bekannt gegeben hätte. So, aber jetzt ist das Gericht auf ihrer Seite. Das Gericht hat ganz klar gesagt, Birgit Lauda ist erbwürdig. Das heißt, sie hat ein Recht auf diesen Pflichtanteil und das ist für sie natürlich super, weil ja, jetzt ist das so der erste Gewinn, aber es ist natürlich noch nicht rechtskräftig. Also die nächsten 4 Wochen kann noch Berufung eingelegt werden. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das passiert, weil eigentlich stehen die Chancen nicht gut, dass man da überhaupt noch was rausholen kann. Bleibt also spannend. Wie lange war sie denn mit ihm verheiratet und um wie viel Geld geht es dabei? Genau, die beiden waren ja von 2008 bis 2019 verheiratet, also bis zu seinem Tod. Sie war ja wirklich immer an seiner Seite, ne? Sie hat ihm ja auch kurz am Beginn eigentlich der Beziehung hat sie ja auch sein Leben gerettet. Sie hat ihm eine Niere gespendet. Hier sehen wir die beiden nochmal. Also das war wirklich ein verliebtes Paar. Sie hat ihm ja auch noch Zwillinge geschenkt, hat ihn ja also auch noch mal im späten Alter zum glücklichen Vater gemacht. Und ja, die beiden waren wirklich sehr glücklich. Und ja, man kennt Niki Lauda als Rennfahrer, aber er war auch ein guter Geschäftsmann und er hat ein Vermögen von rund 250 Millionen Euro gehabt. Wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Und ihr stehen 16,5% zu. Also das sind eigentlich knapp 30 Millionen Euro, also wahnsinnig viel. Und ihr stehen ja auch noch viele Zusatzleistungen zu. Also sie darf Immobilien nutzen, sie kriegt Schulgeld, sie darf in Urlaub fliegen. Und dadurch, dass sie jetzt erbwürdig ist, bleibt ihr das auch erhalten. Weil wenn sie jetzt als erbunwürdig erklärt worden wäre, hätte sie diese ganzen Zusatzleistungen verloren und wäre sozusagen auf der Straße gestanden. Ja, bin gespannt, was die nächsten Wochen passiert. Wir bei Bunte Live werden das natürlich verfolgen. Vielen Dank, Barbara. Kommen wir jetzt zu etwas Schönem. Das Wochenende steht vor der Tür. Und noch schöner ist es, es ist Sommer. Luftige Kleidung ist angesagt und noch angesagter, wenn es sich auch noch um einen Trend handelt. Wenn man über den guten alten Bermudas redet, dann reden wir natürlich nicht über die Inselgruppe. Und unser Topmodel Barbara Meyer und Designer Thomas Rath sind jetzt in dieser wunderbaren Rubrik unterwegs. Sie heißt Wunderbar, Sonderbar. Wir wünschen viel Vergnügen. Das Model und der Modemacher. Barbara Meyer und Thomas Rath wissen, was gerade in ist. Welche Looks sind wunderbar, welche sonderbar und welcher Star trägt was? Heute Bermudas. Unser Thema Bermuda. Ja, ich habe heute keine Bermudas an. Also du hast jetzt eine Shorts an, weil die ist Mitte Oberschenkel. Ich mag Bermudas nicht. Ich mag diese Länge irgendwie nicht. Ich finde Shorts cool, lange Hosen cool, alles okay, aber diese Bermudas, ich weiß nicht. Ja gut, die wird sich jetzt wieder reinsneaken in die Mode. Das wird jetzt alles wiederkommen. Wir können auch mal mit dem sonderbaren Look gerade anfangen. Zeig mal. Gwen Stefani? Ich meine, ich weiß nicht, was bei der passiert ist. Wobei, hat sie nicht oft so ein Karo? Ja, sie liebt sowieso Black and White. Ja. Die Proportionen stimmen nicht. Das ganze Outfit stimmt nicht. Ja? Also dieser Stiefel ist zu bollerig, das ist auch kein Kauberstiefel. Das muss dann ein schlanker Stiefel sein. Ja? Und die Hose, das ist also ein Look, das sieht so verloren aus. Jetzt guckt sie auch noch so ein bisschen verloren. Glaub, und so ist auch das Outfit. Etwas sonderbar, leider. Also das ist jetzt nicht die Bermuda-Shorts, die wir meinen. Meinen wir vielleicht sowas wie bei Olivia Palermo? Absolut, sowas meinen wir. Das finde ich natürlich richtig schön. Das ist so ein bisschen oversized, es ist total bürotauglich auch. Ja, sehr. Business.
Ist aber auch bequem, ja. Natürlich. Ja? Weil man muss sich aufpassen, wie man sitzt, sondern ist alles ein bisschen lockerer. Das ist der Look, der jetzt kommt, glaube mir. Ja, das ist natürlich der Hammer. Auch diese Art Stoffe. Ja, es kommen hier wieder ganz stark diese Herrenstoffe für Frauen. Wir erinnern uns, das war alles so die Emanzipation in den 80ern. Die Frauen haben die Männeranzüge getragen, die Männerstoffe getragen. Und du musst wieder hier shoppen. Miami Vice Look. Ja, das ist so ein bisschen, genau. Und da war damals auch die Bermuda-Shorts mit drin. Also ich bin wirklich ein großer Fan von diesem wunderbaren Look. Und ich habe noch Tiger Kirchhals. Ja. Ich liebe das Oberteil, so ein bisschen bauchfrei, auch mit der Hose. Aber leider gefallen mir die Stiefel nicht. Also zu einer Bermuda-Shorts kannst du keinen Enkelboot anziehen, ein No-Go. Zu einer Shorts, die du jetzt anhast, da geht ein Enkelboot super zu. Ja. Oder so einen kurzen Cowboy-Booty oder so, weil du mehr Bein siehst. Ja. Aber die Bermuda-Shorts zeigt nicht so viel Bein. Also musst du untenrum entweder komplett covern in einem Stiefel, der bis zum Knie geht, oder Sneaker, High Heel oder Kitten Heel kommt übrigens wieder, weißt du, der kleine Absatz ist wieder da. Das heißt aber, du zeigst mehr Bein. Wir zoomen einfach rein und dann ist es wunderbar. So genau, das ist ja die Technik. Da sehen wir die Stiefelchen gar nicht mehr. Du hast vollkommen recht. So, ich habe noch was Sonderbares, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist auch wieder nicht richtig von der Proportion, weil wenn man über Bermuda-Shorts redet, oder Bermudas, redet man immer über Proportionen. Ja, ich glaube, das ist auch bei den meisten Kundinnen das Problem. Ich weiß nicht, ob ich mich rantrauen soll. Genau wie bei mir. So, weißt du? Ja. Gwyneth Paltrow hat leider Gottes auch die falsche Proportion. Weil es eine Handbreit unterm Knie. Und genau das ist die Fehlproportion. Weil da wirkt das Bein wieder viel zu kurz. Ja, das ist dann doch eher ein sonderbarer Look. Wäre das jetzt, sag ich mal, über dem Knie, würde das super cool ausschauen. Shorts, halber Oberschenkel, Bermuda, bis zum Knie, über dem Knie, dann ziehen wir lieber einen Langrock an. Schluss.